Oha, danke für die Info. Bitte, bitte, aktuell, wenn Rain gehst, Nightfall Fury ist bis, also alle sind weg, also keiner ist mehr Ventier. Keiner ist Ventier und keiner spielt Fury mehr. Gimel, dein Key. Oh mein Gott. Ich war gerade so, Bruder, erzählt, hast du gechillt. Oh, Brudi. Die... Ich mach's euch. Jo, grüß ihn auf jeden Fall von mir, Lorin. Ja, mach ich, mach ich. Das startet. Deswegen, also Nightfall ist für Raid ja, aktuell so killer. Ist halt auch ein Plus, aktuell ein Plus sogar mit Pact Legendaries Nightfall vor Kyriana noch. Geht in den Kreis. Ist auch die nervigste Stelle in der ganzen Linie. Stelle. Danach ist eigentlich, finde ich, sehr easy, aber am Anfang nervt die echt mega. Ah, oh, ich muss mich halt die ganze Zeit bewegen. Okay, geh, geh. Bitte, bitte, Belanir, wie gesagt. Man soll immer den Spec natürlich spielen, der einem Spaß macht. Ne? Das ist ganz wichtig. Aber wenn man halt rein, wie ich jetzt so, also ich gucke ja einfach, also ich gehe einfach nur hin und sage, okay, ne, der macht einfach, der Spec macht halt einfach am meisten Damage so, ne, dann will ich den nehmen. Und dann würde ich halt schon auf Kyriana wechseln, weil ne, man braucht ja auch eine Zeit, den Pack wieder auf 57 zu pushen. Okay, die Darkness war sehr. Oh, der droppt am Anfang. Geil, 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 dass der am Anfang da ist. Holy shit. Nice DPS, ja, geht noch mehr, aber aktuell halt nicht so. Also klar, geht bestimmt auch aktuell je nach Crit mehr, so ein bisschen, auf jeden Fall. Ja, ich warte jetzt nur noch bis, ja, 4 Wochen quasi. Hast neue Logs gesehen? Extrem ausgeglichen, die DPS bei allen. Die neuen Logs für Raid, oder was? Also ich fand, im Raid sind die gar nicht ausgeglichen, Alter. Im Raid ziehen irgendwie die Arm-Sobis gerade irgendwie jeden aus, Alter, richtig eklig. Mal wegmachen hier erstmal so. Also ein Plus ist gar nicht ausgeglichen. Also ein Plus ist halt einfach übertrieben nicht ausgeglichen. Also im Raid habe ich ja, ich guck mir ja die Krieger so an, so, also da ist halt auch, also da sind einige Klassen Paladine bei manchen Bossen, die 3K vor denen. Das ist halt, ist zwar klar, ne, 100%ig ausgleichen kannst du es nicht. Ich finde halt, wenn du halt im Single-Tage trotzdem 3K vor einem bist, bist du halt schon mal eine gute Hausnummer. Laut Logs, ja. Na gut, Loggen, ja, ne, du musst aber bedenken, so klar, aber nicht jeder spielt auf dieser Liga, so wenn du jetzt Method oder Limit anguckst. So, naja, da sind halt einige so, keine Ahnung, die liegen in 3K Unterschied zwischen anderen. Das ist halt schon big, so ist halt.
Aber ansonsten, ja, die liegen schon nah. Also nicht bei. Also es gibt Bosse, da liegen sie wirklich nah beieinander. So, da ist vielleicht so ein K-Unterschied. Ja, aber bei manchen Bossen habe ich halt gesehen, so, da war Parler so, der hat einfach, keine Ahnung, 3K mehr gehabt als die meisten anderen oder so. Da denke ich mir dann so, holy shit. Aber ansonsten, Mann. Und was ist mit BM? Wie schaut's da aus? BM, ja, ist gut, ne? Wenn man ihn spielen kann, auf jeden Fall, ne? Wie bei uns zum Beispiel, der stärkste Hunter, den wir bei uns haben, ist Survival zum Beispiel. BM ist im Plus nicht schlecht. MM ist halt noch ein Stückchen wo stärker. Gibt aber auch Leute, die halt mit dem Survival abrocken, ne? Also ich würde immer den Spec spielen, der dir am meisten Spaß macht. Wenn du BM kannst, bist du mit BM auch gut. Junge, der Boss, der schmilzt ja wie Butter. So soll es sein. Boah, Junge, er ist geschmolzen. Und Spell Reflect, yes, Digga, 9% wieder. Ey, Spell Reflect ist so killer, Digga. Spell Reflect in der Ini bei dem Boss ist einfach der Damage insane, Alter. Ich weiß nicht, ob der jetzt diese Seuchenbohrer gut gespielt, aber ich glaube, nee, die hat das. Spielt der Vogel nicht Vogel? Nein. Alter, nein. Ah, okay. Schöne Gruppe auf jeden Fall. Was so schmilzen ist das einfach geil. Wenn du das so gefühlt für 3 Tage noch singst. Ah, okay. Boah, ich dachte, es wäre nach uns gerichtet. Noch. So, bin mal in-game. Mach das, mein Lieber. Panther, einen wunderschönen guten Abend. Ich versuche nebenbei so ein bisschen gerade zu lesen. Ne?
Ein bisschen auf den Key, nebenbei doch ein kleines bisschen trotzdem konzentrieren ist schon wichtig. Ernte ist so krank geworden, Mann. Wie sieht deine Werteverteilung aktuell mit Arms aus? Kannst du hier rechts unten sehen, Venta, steht unten. Bei mir kannst du hier quasi sehen, 22 Crit, 15 Tempo, 19 Mastery, 12% knapp Vielseitigkeit. Spiele ich aktuell. Schild ist geil. Das ist nice. Wie ist das neue Legi? Big. Ist nice. Also, entfaltet halt erst in 4 Wochen sein volles Potenzial, aber ansonsten neue Legi, geil. Also wirklich top. Also in 4 Wochen ist es halt das volle Potenzial erst da, aber es reicht aus, um... Na, man sieht, ne? Man ist gegen keine Klasse jetzt irgendwie im Nachteil oder so. Ja, jetzt kippen wir die oder was? Ich gehe nicht. Oh mein Gott. Ich muss erstmal rüber, sonst pull ich den Doktor nicht. Ich will jetzt nicht den Doktor. Aber jetzt für ein verrücktes Ding. Der will den Buff holen. Ah. Da muss ja der Feuertyp stehen. Oh, Kettenernte, Baby. Geht ab, sagst du. Liebe ist. Die Caps mit den Tapferkeitspunkten kotzen mich an. Ich habe 1500, ich hänge auch am Cap gerade. Boah, es ist okay. Ich kann meine Waffe, wenn ich eine droppe, die ich gerne upgraden will, sogar einmal upgraden auf jeden. Das ist wichtig. Und sogar der Tank macht 7k. Ja, Mann, er geht einfach ab, Bruder. Er zerstört.
Junge, der. Alter. Bam! Junge, die Bombe nicht gemacht, Digga. Die Bombe nicht gemacht. Ich hab die ganze Zeit so geguckt, ich hab ja die Week geräuscht, wenn die Bombe hochgeht. Ich denk mir so, holy shit, wenn die jetzt hochgeht, war's das. Nee, das war gut getan. Oh, ich schwör einfach. Also, das neue Legend ist gut. Auf jeden Fall. Also, es ist ein bisschen ungewohnt vielleicht am Anfang. Na, weil du zündest halt doch mal den Avatar und wunderst dich dann vielleicht, warum halt nichts kommt. Na? Man braucht halt ein bisschen mehr Crit auf jeden Fall. Also, das kann man halt gerade mitnehmen. So 28% Crit jetzt durch das Anima ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und dann noch, dann halt fleißig dranbleiben, um auf jeden Fall die Rummelstufe zu pushen. Und dann Abfahrt, Leute. Also dann wirklich Abfahrt. So, ne? Wenn man dann halt wirklich, ja, ne, das Pack Legendary dann komplett den Pack komplett ausgebaut hat, na, dann ist halt schon geil. In manchen Situationen wie hier jetzt, na, wenn man halt sich nicht reinstellen kann, ist halt bad. Naja, aber er macht halt trotzdem ein bisschen Schaden. Ne? Also es ist halt. Wenn es Inis gibt, wo viel gekitet werden muss, zum Beispiel so, ne, dann ist es halt manchmal so ein bisschen. Ja, aber ich sag mal, im Großen und Ganzen ist es schon nice, ne? Also es ist schon ganz gut. Nein! Vorsicht, Brocken. Oh, holy shit. Ah, okay, ja, bin Fury und auf Ventil gewechselt. Ah. Warum bist du auf Venti gegangen? Sag nicht für Raid. Sag jetzt nicht für Raid, mein Lieber. Venti ist aktuell der schlechteste Pack, den du wirklich für alles nehmen kannst. Für M Plus wie für Raid. Richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht geworden. Oder weil du Bock drauf hast. Also wenn du Bock drauf hast, mach. Wenn du wegen Performance, dann war bad. Nice, komm. Hier war doch defensive Ach komm. Das ist... Ja. Don't interrupt, okay. Die sind absolut big, die Jungs. Absolut big. Guck mal, ja, mega. Mega krass. Heavy, Alter. Ich so einen vor. Ja, guck mal, du machst auch fast 2k. Ist einfach nice so. Wenn du halt noch Heiler hast und der nebenbei auch noch Damage macht, das ist einfach. Das ist halt einfach sein Damage top. Sogar der Heiler einfach, der pumpt die Zweck. Okay. Ja, ich bin unzufrieden mit meinen 2k. Aber es kommt vielleicht auch im Nachhinein erst noch mit dem neuen Legendary, dass seine Stärke dann später entfaltet. Was weiß denn ich, Alter? Boah, jetzt macht er aber keine halben Sachen hier. Tank will jetzt wissen, du. Will am besten die Grenzen hier austesten, oder was soll das? Ja, ich dachte auch gerade so, holy shit, die ganzen Tarndinger, Alter, die sind einfach mega gefährlich, so. Er kommt einfach an, Junge, erstmal alles pullen, Junge. Krass, Digga, Alter, du machst das noch. Du hältst es einfach noch gegen, nice, Digga. Also ich glaube, ich wäre so, wär so in Schwitzen gekommen, so nein, was machst du? Nein, und so voll Panik geschoben, Ende, Key Ripper. Nee, das hat erstaunlich, also ich hätte gedacht, wir wipen. Ja, habe ich auch gedacht, Mann, ich habe auch gedacht, so, wir wipen so und du drückst einfach easy gegen. Wie, weißt du, ob beim Ele auch das Park Legi gewechselt wird? Boah, weiß ich nicht, wir können ja reingucken, jeder ist ja Ele. Der spielt Kopf. Ja, nee, der ist Verstärker. Weiß ich nicht. Er ist jetzt hier Verstärker. Also bei vielen Klassen ist es leider nicht so nice. Ah. Also bei Krieger ist es zum Beispiel halt für ein Plus halt nur nice. Bin ich gespannt, wie der weggeht hier. Meine Charmin-Jugend macht einfach 14k, Bruder. Ich hab nicht mal CD. Ich warte noch auf meine CDs. Ich glaube, so wahrscheinlich kommen wir nicht mal in die Phase gefühlt. So, so jetzt den ersten CD rein, komm. Hm.
Wir können gleich aber gerne mal gucken, Sam. Vielleicht sieht man schon was, ob es das ist. Ich guck gleich mal für dich nach der Ini, wenn du mir kurz Zeit gibst. Wird das ein plus 3er? Ich weiß es nicht genau. Plus 2, ja. Aber plus 3 sind wir schon durch, ne? Hast du die Weak Aura, dass man das sieht? Nee, ich habe nur die Weak Aura, wie lange wir vom Bosskampf brauchen. Aber plus 2 hast du den auf jeden Fall. Klar, danke. Bitte, bitte. Kein Thema, kriegen wir hin. Ich bin blubzerkirk. Gib mir mal einfach schön plus 2, dein Bruder. Das kannst du so... Das ist das Gefühl, wenn du einfach, wenn man dann doch mal sieht, okay, Randoms sind gar nicht, es gibt auch das geile ist, Randoms. Das ist eine Random Boost-Gruppe hier. Wollen wir sie fragen, ob sie Boost verkaufen mit uns? Die verkaufen bestimmt Boosts. Das ist wie einfach prügelt, Digga. Wie sehr war der das kaputt? Castle Natria, die hatten 10 von 10 Mythic und so, die haben ja. Ein Progress. Ja, der hat Progress auch hier 8 HC down jetzt schon, die haben meistens. Ja, ist nice. Ja, aber ist immer gut, wenn man sich die Leute dann selber auch aussuchen kann. So. Naja. Ja, und jetzt, ja, und dann, weißt du, dann brauche ich mich auch nicht fragen, warum ich als Krieger nicht mitgenommen werde, wenn sich sowas anmeldet. Wenn sich da sowas anmeldet, so frage ich gar nicht erst, wieso nehmt ihr keinen Krieger mit, Jungs? Welchen Pakt spielst du denn, Sven? Weil es ist ja immer mal Pakt unterschiedlich. Es gibt ja immer mal wieder so Leute, die wechseln in den Pakt. Okay, es fehlen aber noch Prozente, ne? Ah, ne, wir haben. Das ist doch. Gott sei Dank, fehlt da nicht irgendwie ein Prozent oder so? Yes. Okay, plus. So, jetzt können wir gucken, wie lange wir für den Boss brauchen. Ja, der hat ja eh seine 3 Phasen mit dem ganzen Hoch- und Runtergehen. Der braucht jetzt seine 2,5 Minuten. Siehst du, würden wir den so weiter runterprügeln ohne Phasen? Sekunden. So 47 Sekunden. Der Shami Burst. Ja, Angry Granny, Alter. Nightfall gut. Sieh, okay. Star. Chillig. Sind die jetzt doch noch gerippt? Mann! Fuck you! Ich trottel, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Oh, Digga! Mal konzentriert, so lauf falsche Richtung, ich depp, Alter.